So, Hallöchen zusammen hier zu meinem neuen Video. Und zwar haben wir hier ein Foodhaul, Aldi und ein paar Sachen Edeka. Ich lege mal los. Einmal mit dem Brot. So ein frisches Brot haben wir. Der war noch sehr warm. Dann muss ich gucken, was. Dann habe ich hier so ein Hähnchen. Geschnetzeltes, ne, Brustfiletstreifen, einmal ohne Gewürze, ohne nichts. Das ist jetzt, ne, so. Dann haben wir zweimal Mozzarella, Käse. So, das ist Edeka. Ich muss ein bisschen sortieren. Dann haben wir zwei Päckchen Spätzle. Eierspätzle, ne, für 5 Portionen, je 200 Gramm. Ne? Ja, 2 Stück. Jetzt schon hier so ein bisschen ordentlicher Pappel. Einmal Schlagsahne. Dann haben wir einmal 3, 4, 5, eigentlich 6. Ich muss mal gucken. Mozzarellas. Vielleicht ist das hier irgendwo noch Butterkäse. Ne? Ja, leider gab es da keinen anderen Weg. Teilweise war eigentlich Aldi auch komplett leer. Irgendwie. Ja, ich bin jetzt auch spät gefahren. Wir haben jetzt 20 vor 6. Muss man dazu sagen. Dann habe ich hier Dönerfleisch, also Kebabfleisch, ne? Kebabpfanne, Rind. Dann haben wir zwei Päckchen vom Schwein. Das sind Minutensteaks vom Schwein, jeweils 400 Gramm. Ne? Dann lege ich mir das glaube ich ein bisschen hier raus, damit ich hier ein bisschen, da ist Nummer 6. So, Tüte ist leer. Dann haben wir Eier. 18 Stück, ne? Wieder geholt. So, eine Hackfleisch. Wir haben kein Fleisch zu Hause für meine Männer. Dann haben wir hier, was ist das? Hähnchenbrustfiletstreifen, ne? Also Stücke, Teilstücke. So, und ein Päckchen Puttengeschnetzeltes aus dem Puttenbrustfilet. So, dieses. Dann haben wir einmal, upsala, so Bruchbohnen, ne, Delikatessbohnen. Ich nenne die immer Bruchbohnen. Ich liebe die, die sind so lecker. So, das ist nochmal Edeka. So, dann habe ich hier so ein Hähnchen geschnetzeltes Gyros, ne? Nehme ich auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich einen Frischkäse, einmal Butter. Butter, Butter, Butter. Dann haben wir hier. Muss ich hinstellen. Zweimal Mais. Ich kann das behalten. Zweimal Mais. Ne? So. Dann haben wir hier sowas hier. Creme à la Cuisine. Mit pflanzlichem Fett zum Kochen. 15% weniger. 15% Fett. Also 50% weniger Fett als Schlagsahne. Ja. Habe ich zwei davon mitgenommen. Zwei Gurken, ich wollte mehr, weil wir Gurken sehr, sehr gerne essen, aber es war ja nichts da, wie gesagt. Ne? Dann habe ich hier einmal Bla, holländischen Pudding, der schmeckt
sehr, sehr lecker. Der schmeckt sehr, sehr lecker. Einmal den, dann haben wir einmal Grießpudding. Dann haben wir einmal Almigurt, genau, Heidelbeere. Dann wollte ich mal ausprobieren, Meeresfrüchte mit Garnelen und Artischocken. Also ich esse gerne Garnelen und ich esse sehr, sehr gerne Artischocken. Das ist neu in Aldi. Also unterm Schild steht oder beim Schild steht, dass es neu ist für 1,99. Genau. Ich esse sehr gerne sowas. Ja. Und sowas habe ich auch noch nicht beobachtet. Thunfischaufstrich. Auch 1,99. Ja. Genau. Das. Einmal Gummibärchen. Einmal Milch 1,5. Das ist dann für mich. Wurde ist ja total einmal Milch 3,5 und dann haben wir zu guter Letzt letztes Produkt von Aldi, das sind Augenpads, die wollte ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Einmal haben wir hier für 75 Cent ne, Hyaluronsäure und Koffein. Und einmal haben wir Hyaluronsäure und Koffein Aloe Vera. Das ist das Blaue. Ja. Mal gucken. Ich sie gleich in den Kühlschrank legen und dann passt es. So, dann haben wir, beim Aldi war keine gute Möhren mehr. Das war Katastrophe. Deswegen habe ich jetzt, kommt Edeka Einkauf. Mini klein. Haben wir einmal Möhren. Dann haben wir einmal für die Kiddies sowas hier genommen. Ich wollte hier so ein Magi-Gartengemüse-Bouillon. Sowas hier. So. Genau, extra gemüsig, vegan. Ist hier, ne, so ein. Ja, auf jeden Fall so eins. Ich weiß nicht mehr, habe ich genommen oder habe ich nicht genommen. Dann haben wir einmal Brokkoli. Einmal frisch. Und ja. Also das gab es beim Aldi auch nicht. Weder in frisch, weder in gefroren. Ja, und ich habe dann halt auch noch eine Tüte in gefroren genommen. Fundig und günstig. War auch nicht mehr viel übrig. Also wahrscheinlich essen sehr, sehr gerne viele Brokkoli. Viele Menschen essen sehr gerne Brokkoli, tatsächlich. Ich habe noch nie gesehen, dass Brokkoli ja überall ausverkauft war. Aber ist cool. Mein großer Sohn, der wollte unbedingt Brokkoli haben. Der hat vermisst. Er hat gesagt, Mama, ich will mir selber so mein Abendessen machen. Mit Brokkoli zusammen. Ja, deswegen habe ich eine Tüte so. Ich hätte wahrscheinlich die letzte, nee, da waren noch zwei Tüten, drei Tüten insgesamt vom Gefrorenen. Hätte ich wahrscheinlich auch mitnehmen sollen. Naja, kann man ja noch. Ist hier jeden Tag offen Geschäft. Ja, frisch wollte ich auch für mich machen. Ich wollte solche Hähnchen-Brokkoli-Frikadellen machen. Vielleicht mache ich da ein separates Video, weiß ich nicht. Ich muss mir schon nochmal anschauen, das Rezept, das Gericht. Ja, und ansonsten krabbelt das. Hey, da ist was krabbelt. genau, von Aldi war jetzt mein Einkauf auf 83,62. Ja. Hier sind die ganzen Sachen. Na, was alles gekostet hat. Ups. Ach Mensch, manchmal zoomt er, manchmal zoomt er nicht und will das nicht vergrößern. Ja. Ne? Ich glaube, das könnt ihr dann sowieso schlecht lesen. Ne?
Ja, Spätzle waren im Angebot. Die großen XXL-Packen 2,49 Euro. Ne? Gemüse Mais 1,19 Euro. Ja, Mozzarella geriebene 1,99 Euro. TK-Gemüsesortimente sind diese Bruchbohnen 2,19 Euro. Ne? Diese Schlagsahne hat 89 Cent gekostet. Diese Crema alla Cousine. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mozzarella selber war für 79 Cent im Angebot. Ja, Bohneneier 3,29 Euro. Was ist hier noch so interessant? Kebabpfanne 4,99 Euro. Käsescheiben, das ist diese Butterkäse 2,19 Euro. Genau. Einmal Puttengeschnetzeltes 3,99 Euro. Dieser Vla-Joghurt, holländische, kostet 59 Cent. Hähnchengeschnetzeltes, das sind diese hier. Die kosten 2,49 Euro, genau, Milch 99 Cent und 1,5 Milch 95 Cent, Tuchmaske 75 Cent, Haribo-Beeren 1,69 Euro und ja, Gurke 79 Cent und Bauernkruste, das ist das Brot, 1,39 Euro. Ja, so ein bisschen zwischendurch bin ich einige Sachen durchgegangen. Ja. Das war's dann. Und ich werde euch auch nicht voll plaudern hier. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Freue mich über die Däumchen nach oben. Kommentier, wenn du Lust hast. Oder schick mir einfach ein Smiley. Dann weiß ich, dass das Video gut angekommen ist und hat dir gefallen. Ja, und über ein kostenloses Abo würde ich mich ebenfalls sehr, sehr freuen. Oder wir alle als Familie. Für dich ist das kostenlos und unverbindlich. Und für mich, für uns ist das eine mega große Unterstützung. Und gemeinsam haben wir einfach dann viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn wir gemeinsam wachsen. Und darauf freue ich mich einfach und bedanke mich auch für deine Unterstützung. Herzchen. Herzchen an euch, an jeden Einzelnen und ich wünsche einfach euch auch Gesundheit, alles, alles Liebe, Zufriedenheit, ja, Gesundheit immer an erster Stelle, ja, positive und liebe, liebe Menschen um euch herum, um dich herum, wo du auch dann, ja, zum Strahlen gebracht wirst und ansonsten, ja, alles, alles Liebe, freue mich auf morgen schon, auf das neue Video, das ist immer Überraschung, was bei mir immer rauskommt. Also alles, alles Liebe und Tschüsschen, bis morgen. Deine Xenia. Tschüss.